rum und tief. Ja. Genau, Pause, nicht schlafen. Nicht schlafen. Mit Tango und Cha-Cha-Cha an die Weltspitze. Patricia und Daniel tanzen um Medaillen, national und international. Tanzen ist einfach wirklich faszinierend, weil es eine ganz große Welt ist. Das eröffnet Spektren, die man so an sich gar nicht kennt, sage ich jetzt einfach mal, von sich selber. Man kann da wirklich so viele Seiten zeigen. Das ist spektakulär. Patricia ist 23 und tanzt seit fast 6 Jahren an der Seite von Daniel, den sie hier alle nur Pauschi nennen. Dann tanzen sie ist Spaß, Lust, gute Laune, geil. Zusammen sind die beiden durch dick und dünn gegangen. Um ihre Ziele zu erreichen, trainieren sie wöchentlich in seiner Tanzschule. Ich bin Jörg Dünnebier, bin Tanzlehrer, habe ein eigenes Tanzstudio und betreibe das Tanzen mit Menschen mit Handicap eigentlich schon seit 1997. Eigentlich ist der Daniel, oder Spitzname Pauschi, der Initiator, dass ich überhaupt hier bin, in Vogtland oder in Auerbach, weil er wollte unbedingt tanzen lernen. Und über diese Schiene bin ich hierher gekommen und habe praktisch dann mein Tanzstudio hier nochmal aufgebaut. Trainer Jörg und sein Tanzduo sind in den Jahren zu einer echten Einheit geworden. Und lang, lang und aufklappen. Vor, vor, seit, stehen. Reden sie übereinander, geraten sie ins Schwärmen. Ich muss wirklich sagen, der Pauschi, der ist sehr ehrgeizig. Der gibt wirklich alles. Der ist der beste Tanzpartner, den ich mir wünschen kann. Einmal mit ihm wirklich ein gemeinsames Ziel zu haben, das ist unglaublich, weil er auch ein unglaublicher Mensch ist. Für mich ein sehr besonderer Mensch. Patricia ist leidenschaftlich. Wenn Patricia hundertprozentig drauf ist, dann hat die einen stechenden Blick, einen strahlenden Gesichtsausdruck, dann gibt die einen vollen Power. Ich habe da so wie eine Art Löwenkraft, die kann man gar nicht in Worte fassen. Vom Vogtland aus erobern Patricia und Pauschi die Tanzwelt. Der bisherige Höhepunkt? Die Special Olympics 2021 in Graz. Mitten in der Corona-Zeit holte das Duo in Österreich Gold. Eine unheimliche Bedeutung. Ziehe ich auch heute noch vor der Patricia den Hut. Also das ist es weniger Zeit. Vorher ist ihre Mutti verstorben. Patricia hat für ihre Mutti und von Vati und vor allen Dingen auch für ihre Schwester die Goldmedaille geholt und nämlich gleichgezogen mit ihrer Schwester, die beim Cheerleaders-Weltmeister ist. Und jetzt haben sie beide einen richtig großen Erfolg. Und ich habe dann einfach nur gedacht, ey, Mama, Weltmeister, du hast eine zweite Tochter, die Weltmeisterin ist. Ich sage es immer wieder, die Mutti ist mit dabei und die ist auch hier mit dabei. Und das ist eigentlich ein toller Erfolg und zieh einen Hut dafür. Sie ist Nummer eins für mich. Ja, Hammer. Patricia wohnt ganz in der Nähe der Tanzschule, zusammen mit ihrem Papa Erik und ihren 2 jüngeren Geschwistern Cora und Aaron. Und auch ihre Oma ist ein wichtiger Teil des Teams. Es gab eine Zeit, da war es sehr anstrengend, aber so blöd oder so komisch wie das klingt, man wächst mit seinen Aufgaben. Wir sind jetzt als Familie, als Team fantastisch eingespielt. Patricia beim Tanzen erfolgreich. Die beiden anderen Cheerleading genauso gut. Und um das mal so auszudrücken, ich bin nicht der Sportliche in der Familie. Von wem sie es haben, weiß ich nicht. Patricia hat die Schule nach der 10. Klasse abgeschlossen, eine Lehre gemacht und verdient sich heute ihre Brötchen in einer Wäscherei. Ich habe mehr mit Wischmöppen und Klappen zu tun. Ich bekomme viele Kisten rein vom Vortag. Das muss ich dann halt ausklären, die Lappen und die Wischmöppe eben getrennt voneinander waschen, die Lappen trocknen im Trockner und die Möppe halt aufhängen zum Trocknen. Da liegt es nahe, dass sie auch zu Hause für die Wäsche zuständig ist, aber... Naja, da beteilige ich mich eher weniger. Na
grüß dich, Baji. Hallo. Wir hätten gern ein Käppchen. Und ich ein Cappuccino, bitte. Yes. Kannst du das machen für uns? Ja. Sehr schön. Pausche ist natürlich der Mann für alle Fälle. Das ist so meine Aushilfe. Er kann sehr gut mit Kunden umgehen. Er ist sehr kontaktfreudig. Und wenn man nur der Mann ist, hilft er mir immer. Mein Name ist Steffi Pausch und ich bin die Mutti von Daniel, also genannt Pauschi. Wir sind hier in Carlis Kaffeerösterei. Das ist so mein Baby und das ist ein Projekt mit der Lebenshilfe in Reichenbach. Und wir beschäftigen Menschen mit Handicap, vorwiegend mit geistiger Behinderung. Und wir rösten hier frischen Rohkaffee von verschiedenen Ländern. Der wird von unseren genannten Mäusen, das sind so unsere Mitarbeiter, der wird abgewogen, verpackt, etikettiert. Und natürlich auch bei uns hier im Café verkauft. Dankeschön. Das hast du auch prima gemacht. Dankeschön. Sehr gut. Dankeschön. 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 Danke. Pauschi, ein wandelbarer Typ mit vielen Facetten. Der 38-Jährige fühlt sich nicht nur auf dem Tanzparkett zu Hause, auch dem Fußball ist er zugetan, vor allem dem FC Bayern. Jüngst gab er Tanzunterricht für Gnabry, Leimer und Coman. Vorhang auf. Echt cool. Zurück, Platz, za. Es geht mit viel Schwung ins neue Jahr. Patricia und Pauschi haben noch große Pläne. Bei den nationalen Special Olympics Winterspielen in Oberhof geht es um mehr als nur die deutsche Meisterschaft. 2025 gibt es die Olympischen Winterspiele in Turin. Und das ist unser Ziel, dass wir da mit teilnehmen dürfen. Nur wer da richtig als Sport zusammen tanzt, der wird das Ding machen. Ordentliche Drehung. Ja, ja.